Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute geht es mal nicht um Radsport, sondern es ist mal ein kleines spontanes Video. Heute geht es nämlich um richtig Kartentricks. Und ich werde euch jetzt ein paar vorführen. Ich werde die Tricks nicht benennen oder so, ihr könnt euch dann selber eine Meinung draus bilden und Zauberer verraten ja ihre Tricks nicht, wie sie gehen, also. Ich hoffe, ihr seid am Ende verwundert und ja, viel Spaß schon mal mit dem Video. Yo, ich hoffe, ihr könnt mich gerade gut erkennen wegen dem Licht und so. Ich habe jetzt mir eine Karte geholt vom Deck oben. Das ist der Herzkönig. Glaube ich, ja. Und ich lege jetzt oben aufs Kartendeck. Jetzt hört es mal auf. Ich lasse ihn jetzt einfach verschwinden. Die x-beliebig und ich fuchte mal ein paar Mal rum. Jetzt hört es mal auf. Ich glaube es mir nicht, wie ich es gemacht habe. Soll ich es gleich nochmal machen? Ja, ist gut. Also wie gesagt, wir haben hier den Herzkönig. Ich lege ihn hier drauf. Ich kann auch ganz nein gehen, wenn ihr es besser findet. Also, ich stecke jetzt hier irgendwo x-beliebig rein. Ich kann auch nochmal durchmischen, wenn ihr wollt. Es geht ganz einfach. Sorry. Pass mal auf. Ihr wollt es nochmal sehen, oder? Damit ihr das jetzt seht, ne? Ich hebe jetzt eine Karte ab vom Deck. Das ist hier wieder diese. Herzkönig. Ich lege es wieder drauf. Und dann mische es wieder. Irgendwo x-beliebig rein. Ins Kartendeck. Und jetzt pass mal auf. Jetzt kommt sie wieder nach oben, ne? Oh, scheiße. Das ist jetzt peinlich, ne? Puh, das ärgert mich jetzt. Oh, wieso? Wo ist das vergangen? Aber egal, ich bin jetzt sauberer oder etwa nicht. Passt mal genau. Schaut genau hin. Ich glaube, ich schaffe das noch. Eins, zwei und drei. Wollte ich eigentlich sehen, wie man richtig mischt. Das schaut nämlich richtig cool aus, der Move. Der kommt auch übelst gut an, also wenn ihr mischen sollt, ihr spreadet die so ab. Nehmt dann die Hälfte ungefähr in die andere Hand. Also ihr müsst es eigentlich am Boden machen, könnt es auch in der Luft machen. Und dann tut ihr ganz vorsichtig immer eine oder die andere. Der immer so drauf. Jetzt kann man auch schnell vom Blatt machen. Sorry. Und dann drückt ihr die beiden so zusammen rein. Lass sie so ineinander fallen. Nochmal kurz eine Zeitlupe. Manchmal nochmal. Also wenn ihr wollt, dass ich jetzt ein Tutorial mache, dann drückt da oben drauf. So auf ja, Tutorials. Sauber Tutorials für uns. Das Kanal ist jetzt nicht so der Zauberkanal, aber ja, egal. Genau. Vor. Diesmal in Schnellformat. Ist auch gut so für jedes kleinere Spiel wie Uno oder so, kann man es auch anwenden. Es geht viel schneller als dieses ganz normale, dieses Durchmischen. So, das war's. Wenn ihr noch mehr solche Videos wollt, klickt da irgendwo auf jeden Fall auf. Ja. Mehr Zaubertricks, wenn nicht, dann natürlich auf Nein. Jo, das war's vom Video. Oskar ist gerade in Kroatien, deswegen werden nicht so viele Videos kommen in nächster Zeit. Und dann bin ich noch 2 Wochen in Mallorca, das heißt, unser Kanal wird eher inaktiv. Ich hoffe, er macht so ein cooles Trainingslager-Video wie in Malle, auch mit Kroatien. Und diese Kartentrick-Videos, die sind ja gut. Und ich glaube, die dienen auch als gute Nebenvideos zur Unterhaltung für euch. Euch macht es wahrscheinlich auch Spaß anzuschauen, wie ich verkacke. Auf jeden Fall, ja. Ah, wenn ihr herausgefunden habt, wie man die Kartentricks macht oder so, könnt ihr gerne mal in den Kommentaren einen Kommentar da lassen. Wow, geiles Beispiel. Ihr könnt dann auch selbst erklären, wie einfach ihr das herausgefunden habt oder wie das einfach geht oder so.
Und ja, wie gesagt, Tutorials konntet ihr ja vorhin schon anklicken, dass ich es machen soll oder nicht. Und ja, haut's rein. Wir sehen uns, abonnieren, liken, nicht vergessen.